Hey Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Ich war zuletzt in dieser anderen Höhle und so. Aber ich habe mich informiert und ja, es sieht so aus, als ob wir bei der falschen Höhle waren. Also die Höhle ist zwar richtig, da müssen wir hin, aber vorher müssen wir in eine andere Höhle. Denn den Stein kann man wohl mit einer Person wegmachen und die finden wir hier drinnen, in dieser Höhle. Die ist, ja, habt ihr ja gerade gesehen, wir sind jetzt hier. Aber ein bisschen weiter nördlich war die andere Höhle und wir sind schon richtig hier. Und ja, ich würde sagen, wir gehen da einfach mal rein und lassen uns überraschen in der Hoffnung, dass ich das hier gebacken kriege. Schrein der Unai. Wir wissen ja, dass wir wir haben ja unser Instrument hier gefunden, diese Laute. Und ich nehme mal an, wir müssen sie bestimmt damit erwecken. Tatsächlich! Auch das machen die ganz automatisch. Noahs Laute beginnt zu spielen. Ihr Klang, der bis in die Welt der Träume reichen soll, erfüllt den Raum. Ihr habt es vollbracht. Una ist erwacht. Krächzt. Oh, ich habe aber gut geschlafen. Laura, auf meine Schulter sofort. Jawohl, Meisterin. Oh, ich muss wohl meine alten Knochen wieder in Schwung bringen. Ja. Unai, Wächterin der Traumwelt, zu euren Diensten. Die Welt der Träume war ein guter Ort, aber wahrscheinlich habe ich einfach nur vergessen, wie toll die Wirklichkeit ist. Und nun zu euch. Droge hat mir in meinen Träumen von euch erzählt. Wir brauchen die Invincible, nicht wahr? Dieses feine Schiff wird euch über bestimmte Berge tragen. Wir finden sie in den alten Ruinen im Norden. Los, worauf wartet ihr? Lasst uns gehen. Was? Moment mal. Was ist, junger Mann? Ist es dir etwa peinlich, mit einem alten Weib wie mir gesehen zu werden? Nein, gar nicht. Dann hör auf zu gucken und setz dich endlich in Bewegung. Unai hat sich der Gruppe angeschlossen. Ups, bevor ich es vergesse. Hier, nehmt das. Zahn des Feuers erhalten. Ja, cool, Zahn des Feuers, yeah. So, nu? Hey, woher? Ihr dürft diesen Zahn nicht verlieren und die zwei anderen in eurem Besitz natürlich auch nicht. Sie werden euch helfen, an den vier Statuen, die Xande zum Schutz seines Turms aufgestellt hat, vorbeizukommen. Es gibt einen letzten Zahn, den Zahn der Erde. Um ihn zu gewinnen, müsst ihr allerdings zuerst die Invincible finden. Und jetzt sputet euch, die Zeit drängt. Allerdings, die Zeit drängt und... Was? Ach, sie kommt jetzt hier so mit. Ja, hier haben wir sie. Das ist Unai. Und die ist halt wichtig, damit wir jetzt nochmal in die Höhle gehen können. Und dann wird die uns helfen, dass wir da durchkommen, wo es zuletzt nicht durchkam. Also machen wir das doch einfach mal. Können wir hier durch? Ja, können wir. Ich gehe hier irgendwo hoch und wieder links rein. Irgendwo hier war das doch. Na? Wo bist du? Da oben nochmal lang. Hier so? Jawohl, hier ist es. Ja, ja, lande mal. Geht nicht, geht nur auf der grünen Wiese. Alles klaro. So, jetzt... Oh, angegriffen. Die soll uns aber angeblich auch helfen können. Und das ist ja eigentlich bisher immer so gewesen, auch mit Dash damals und so. Sanctus macht sie. Ui. Oha. Berufsstufe gestiegen und so weiter und so fort. Ich werde jetzt hier mal speichern, weil
Ich frage mich gerade, ob das überhaupt logisch ist, dass ich mit ihr jetzt da reingehe. Also natürlich ist es für den Hauptquest logisch, aber solange sie bei uns ist, hilft sie uns ja auch bei Kämpfen. Und es gibt noch eine andere Höhle, und zwar die, die ich eigentlich noch gesucht hatte. Und die ist auch hier ganz in der Nähe. Die ist unter Wasser und da müssen wir auch noch hin. Ich verrate nicht, was da drinnen ist. Ich muss halt leider immer in die Komplettlösung gucken, sonst weiß ich mal gar nicht, wo diese ganzen Höhlen hier sind auf der Karte. Und bis ich hier alles gefunden habe unter Wasser, gucke ich immer lieber nach. Und das müssen wir auch noch machen. Sollte sich jetzt herausstellen, dass in der Höhle die Unai dann uns verlässt, dann lade ich einfach nochmal neu und gehe mit ihr erstmal in die andere Höhle, damit wir sie noch bei uns haben und sie uns bei diesen vielleicht etwas schwierigeren Kämpfen auch noch hilft. Das könnte halt echt von Vorteil sein. So, den greifen wir mal an. Ja, den greifen wir an. Genau, die kommt ja immer und jetzt macht die auch noch Hast auf unsere Truppe. Das ist super. Zack. Jawohl. Weg ist er. Und wie rot die alle sind, wenn die auf Hast sind. Hast und solche Sachen können wir jetzt übrigens auch selber machen. Nebenbei, ja, mit denen haben wir ja schon geredet. Nebenbei, mir ist aufgefallen, in einem anderen Let's Play, ich weiß gar nicht, wo ich gerade anfangen soll zu reden. Es ist so, dass, ich habe meinen Timer nicht mal angemacht. Alles ist ganz confused heute hier. Hier erstmal so zum einen, Formation. Man kann die Leute hin und zurück machen. Ey, das kapiere ich jetzt erst nach so 35 Parts oder so, dass man die hier aufstellen kann. Und ich dachte immer, dass diese Reihenfolge einfach von oben nach unten, vorne, hinten ist. Dass das automatisch so ist. Aber nein, hiermit kann man die nach vorne und hinten setzen. Ich habe das immer gar nicht gesehen, dass man das verstellen kann. Also das kann ich jetzt. Und dann habe ich natürlich jetzt Refia und Ark erstmal so nach hinten gemacht. Man könnte Refia auch nach vorne machen. Das sind eigentlich alles auch gute Nahkämpfer. Aber auf jeden Fall ist Ark hinten. Also so die Magier auf, natürlich auf jeden Fall nach hinten. Und was wollte ich noch genau? Und wenn ich immer nebenbei nicht spiele, dann trainiere ich und kaufe weiter Zauber ein von diesen Inseln, wo wir sonst das Geld nicht haben. Das mache ich dann immer so nebenbei. Da muss man nicht immer hin und her fliegen. Ne, sieht man ja hier, der hat einiges schon drauf. Muss aber natürlich dann auch immer von den Stufen her weiter ableveln. Der kann jetzt auch Steiner. Der kann sogar später Refleck und Vitaga und all so ein Schnicki-Schnacki. Das kann der eigentlich schon von den Zaubern her. Und als Schwarzmagier kann er auch einiges. Aber im Moment sind wir ein Weißmagier. So. So, dann gehen wir mal dahin. Lasst mich das machen. Traumsteine sollten jedes Material aus dieser Welt einschließlich Adamantit zerstören können. Trete zurück, jetzt geht's los. Jawohl. Hoffentlich geht sie jetzt nicht weg. Das war ermüdend. Ich vergesse manchmal, wie alt ich bin. Na los, steht nicht so blöd rum. Die Invincible wartet auf euch. Vorwärts! Ist sie denn jetzt noch bei uns? Ja, die ist noch bei uns. Aber wie gesagt, ich glaube, die geht danach bestimmt weg. Das wäre blöd. Ich will nicht, dass die weggeht. Wir opfern uns. Wir greifen die an. Auf jeden Fall greifen wir die alle an. Ich werde das erledigen. Hast. Hast ist in diesem Falle echt gut, weil die verdoppeln sich ja immer so blöd. Na, jetzt zerteilt er sich wieder und schon ist der dritte wieder da. Das gibt's doch nicht. Boah, so blöd. Und die sind schnell, obwohl wir Hast haben. Der ist weg, komm, den schaffen wir auch noch jetzt. Alle drauf. Oh. Leute.
Jetzt ist der wieder da und der teilt sich jetzt gleich wieder. Ach, leck mich doch. Na, geht doch. Ey, das ist doch nervig, dass sie sich hier immer teilen. Das gibt's doch nicht. Dauert ja ewig hier. Kommen wir hier hin? Hinterhalt? Die teilen sich ja auch immer, die Schweine. Multiplizieren. Hallo? Einer ist schon mal weg. Der wird geheilt, ist okay. Keine Lust, dass jemand stirbt. Oh, es ist so nervig. Gut. Eine Truhe. Mit Refleckpanzer. Das klingt gut. Kannst du den nehmen? Was haben wir hier eigentlich? 20 als Abwehr? Nimm doch 21, ist doch noch besser wahrscheinlich. Für wen ist der denn? Dunklo 30? Nee, ich denke mal, sie hat schon das Stärkste. Diamantpanzer 40? Wir hatten Reflektdings, ne? Für wen ist der denn? Ist doch ein Panzer. Da ist er doch, genau als erstes habe ich übersehen. Wir haben hier aber 40 und der hat nur 30. Nee, wir lassen den mal drinnen. Der ist schon gut so. So, schnell weg. Und weiter. War klar. Oh, bitte nicht auf Arc. Ja, komm, hau ihn weg. Sehr gut. Aber Arc darf nicht sterben. Jetzt teilt sich das Mistvieh schon wieder. Geht doch. Sehr gut. Supi! So soll's sein. So, da wollten wir rein, aber vorher nehme ich natürlich was. Und zwar zwei davon direkt. So, hier geht's runter. Angriff. Diese Teilungsviecher. Brech. Können wir die Dinger nicht irgendwie confusen? Konfus kann er ja auch. Vielleicht bringt das ja was. Boah, bitte nicht auf Lunes, bitte nicht auf Lunes. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, bitte nicht Lunes. Shit. Guck mal, der ist jetzt total durcheinander und jetzt stirbt er aber eh, oder was? Och, wie blöd. Nein, nicht Lunes. Bitte nimm was. Der ist schon mal wieder weg. Ah, bitte aus der Gefahrenzone raus. Dann nehme ich das lieber noch in Kauf, dass die sich noch mal teilen. Aber ich schaff's sogar. Sehr gut. Juhu. Sehr gut. Immer schön leveln, leveln, leveln. Aber wo geht's jetzt hin? Huhu.
Einer ist schon mal wieder weg. Natürlich teilen die sich, sodass ein Dritter gleich wieder da ist. Ey, die sind so eine Schweine, echt, ganz ehrlich. So ein Scheiß. Ja, ist klar. Ach komm. Leck mich doch. Weg. Heilen und dann kommt schon, Leute. Tut was. Sehr gut. Wir gehen mal nach links. Hier geht's auch rein. Mit einer Truhe. Was kriegen wir? Runenglocke brauchen wir nicht. Das ist, glaube ich, für den Geomanten. Bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube schon. Rechts in die Tür. Feenkrallen. Klingt toll. Ist aber auch für unsere Ninja-Kämpferin, die wir gerade nicht benutzen. Angriff. Ach, sie hilft uns mal wieder. Das ist gut. Das ist gut. Super. Dann kriegen wir die anderen vielleicht auch schneller hin. Och, Manno. Ey, das ist so dumm. Ey, das ist doch so scheiße. Da hat man die gerade weg, ey, und dann teilen die sich ganz schnell wieder. Ganz schnell teilen die sich wieder. Schweine, ey. Echt Schweine. Macht's platt, bitte. Mach sie einfach platt. Super. Ich glaube, die Gegner sind fast am nervigsten. Also ich habe lieber stärkere Gegner, so auf die ich hinleveln kann, als sowas. Echt, das macht mich voll sauer, wenn die sich dann auf einmal noch dazu wieder teilen. Gemeinheit. Oh, wo geht's jetzt hin? Ich weiß nicht, was das gelbe Licht da war. Schön weiterlaufen. Gut macht ihr das. Sehr gut. Super. So soll's sein. Mein Gott, ist das hier riesig. Der ganze Weg zurück. Oh, ich glaube, wir sind da. Das sieht gut aus. Soll ich jetzt hier mal so ein Schnellspeichern machen oder? Ach, was soll's. Dann muss ich eben nochmal durchlaufen durch den Tempel, wenn was passiert. Vier, wo geht's hin? Pass jetzt gut auf. Die Treppe dort drüben führt zur Oberfläche. Wenn du wieder an Bord des Schiffes gehen möchtest, stell dich in seinen Schatten und drücke Return. Wenn du dich Bergen näherst, erscheint manchmal ein Ausrufezeichen. Drücke Return, um über die Berge zu fliegen. Drücke Backspace, um das Schiff anzuhalten und eine Pause einzulegen. Losfahren kannst du, wenn du dich ans Steuerrad stellst. Alles verstanden? Ich glaube... Gut, dann folgt mir. Sie ist aber auch echt cool. Wenn ihr Gil in diese Dinger hier tut, könnt ihr Items, Waffen und sogar Rüstungen kaufen. In die Ecke nahe dem Hacker habe ich den fetten Chocobo herbestellt. Wo bist du denn? Komm raus, du molliges Huhn. Pam, der fette Chocobo erscheint. Wie geil. Voll das Zuhause hier für die. Dort in den Betten könnt ihr euch ausruhen. Die Invincible ist ja richtig geil. Doga ruft mich. Ich muss jetzt gehen. Was schon? Leider. Aber den Rest werdet ihr schon ohne mich schaffen.
denkt daran. Geht zur Höhle der Schatten nördlich von Amu und gewinnt den Zahn der Erde für euch. Wenn ihr ihn habt, kommt noch einmal in Dogas Schloss vorbei. Doga und ich werden euch vor der Fortsetzung eurer Reise etwas überreichen. Viel Glück mit dem Zahn der Erde. Bis später in Dogas Schloss. Tschüss! Unai hat die Gruppe verlassen. Och, wie blöd. Ich hab's gewusst. Sie ist weg. Und jetzt können wir sie nicht mehr benutzen für den Kampf. Dann muss ich das eben alleine schaffen. Ich habe keine Lust, das alles nochmal zu machen. So, was können wir jetzt hier machen? Sachen kaufen, die wir noch nicht haben. Cool. Zum Beispiel Medika haben wir auch noch nicht. Das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir noch nicht. Steingar, Beben, Saugen, ist alles richtig cool. Ich möchte Beben haben. Ach, geht gar nicht. Haben wir nicht genug Geld. Schade. Schade. Dann können wir aber mal Medika hier bei ihm reintun. In den guten. Hier, wo ist Medika, 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 Medika? Da. Zack. Und schon ist es dann hier unten drinne bei Stufe 7. Bei Vitaga. Da ist dann, glaube ich, alles wieder voll. So, und dann können wir mal schlafen gehen. Ja, wir wollen hier übernachten. Wie geil ist das? Wir haben ein Schiff, wo wir schlafen und Sachen kaufen können. Richtig gut. Richtig coole Sache. Sowas finde ich zum Beispiel richtig gut, auch in den anderen Final Fantasy Spielen, wenn es das gäbe. Ah, ich habe geschlafen wie ein Stein. Alles wieder tutti. So, und dann will ich mal zu unseren Mobnet-Leuten. Neue Nachrichten vielleicht. Hier kannst du alles über dein Abenteuer ansehen, Kupo. Goblin, Todesblume, blaues Irrlicht, Monsterfiebel. Was ist denn jetzt? Was kommt da? Achso, weil wir die, das sind die, die wir dann alle schon besiegt hatten, ne? Das sind so die ersten Leute. So, das ist alles, was wir jetzt schon angegriffen haben. Hier fehlt mir aber noch einer. Ich weiß, dass es eine Errungenschaft dafür gibt, wenn man alle Monster besiegt hat. Ich nehme mal an, das dient so, um zu schauen, hey, da fehlt noch was oder da in die Gegend sollte ich nochmal, so zum Beispiel dann hier, wo man dann weiß, okay, hier in der Höhle, da sind irgendwie Mumie, Skelett, verfluchte Münzen, da muss es auch noch irgendwas geben, was wir noch nicht hatten, sowas zum Beispiel halt dann, sodass man halt am Ende wirklich alle hat. Ich weiß nicht, ob mir das wichtig ist, dass ich das noch alles am Ende haben will, ich glaube nicht, aber es ist halt sehr viel Arbeit, dann nochmal da extra überall hin und die Monster aufsuchen, aber es ist cool. Ergebnisse, 48% geöffnete Truhen, besiegte Gegner 1065, auskämpfen, geflohen 10 Stück, maximal Schaden 1000, Hits 31, Meisterkarten. Keine Ahnung, was diese Meisterkarten sind. Willkommen im Mognet. So, keine neuen Nachrichten. Keiner schreibt mit uns. Erhältst du Briefe von anderen, Kupo? Nee. So, und hier können wir dann fliegen und was war hier unten? Nix. Achso, da gehen wir dann wahrscheinlich raus, wenn wir gelandet sind, nehme ich mal an. Ja, und hier können wir halt Sachen lagern. Was war hier vorne? Man kann hier einfach nur rumlaufen, ne? Oh, das ist so schön mit den Betten und so. Wie geil wäre das in echt, so ein Schiff haben und dann da Abenteuer erleben. So, hier können wir auch jetzt uns coole Sachen holen. 93. Das möchte ich haben für sie. Auf jeden Fall will ich das haben, aber es kostet 30.000. Das könnte noch eine Weile dauern, bis ich mir das holen kann. Drachenlanze, auch richtig geil. Ach ja, schwierig. Magischer Pfeil. Schlafpfeil, Giftpfeil. Das hatten wir alles vorher nicht. Richtig coole Sache. Was kann man hier kaufen? Diamanthelm, Diamantarmschienen. Genau, was haben wir ja auch schon? Schwarze Robe. Die haben wir noch nicht, aber die ist auch hier für niemanden anscheinend. Ja. Diamant hat er auch schon. Die Diamant-Handschuhe, die haben wir aber erst zweimal. Warum? Die können anscheinend angeblich alle drei tragen. Vielleicht ob wir 15. Ist aber besser als die Armschienen. Ich will mal wissen, Diamant-Handschuhe, wer die jetzt noch nicht trägt, damit ich mal einen Vergleich machen kann. Rüsten, Diamant-Handschuhe, habe ich gesagt. Abwehr 15, der hat die? Sie hat die nicht und sie hat nur Abwehr 13. Ja, dann kaufe ich die nämlich nochmal. Geh mal dahin, kauf mal, kaufen. Kaufen. Nein, das will ich doch gar nicht. Diamant-Handschuhe, habe ich gesagt.
Genau. Perfekt. So. Und was ist hier? Wahrscheinlich Items, ne? Genau, Heilportionen und so. Haben wir aber eigentlich noch alles da? Teleportiert die Leute raus. Oh, ich habe damals gesagt, dass wir da eigentlich mal mehr von brauchen, ne? Ich kauf mal zwei Stück noch so. Dann haben wir mal drei Stück. Und wenn ich jetzt nämlich mal raus will irgendwo, notmäßig, dann können wir jetzt viel schneller raus. Es ist viel, viel besser. So, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu dieser mysteriösen Höhle, die ich erwähnt habe. Wo ich, wie gesagt, eigentlich... Mit Invincible sind wir unschlagbar. Wie geil. Irgendwie fühle ich mich leicht Hero-mäßig mit Invincible. Aber die ist voll lahm. Können wir schneller? Aber wir sind sowieso richtig hier. Ich will gerade mal wissen, was sie so... Kann ich schneller? Nur mal schneller fahren. Die andere war viel schneller. Aber gut, das Ding kann über Berge fliegen. Nur weiß ich noch nicht, wie. Wie kannst du denn mal... Also, die Invincible. Nee, ich will fliegen. Hä? Du kannst hier nicht landen. Ich bin verwirrt. Das Ding kann doch jetzt über Berge. Aber wie? Weiß ich noch nicht. Also in diesem ganzen Return-Dings-Bums-Gehabe weiß ich eh nicht. Kannst du höher? Ich taste hier nebenbei alle möglichen Sachen aus. Dann könntest du doch hier runter. Ja. Und dann bist du gelandet. Aha. Was auch immer das heißt. So, gut. Egal. Also auf jeden Fall müssen wir, um zur Höhle zu kommen, da hinten hin. Das soll hier in der Nähe bei Saronia sein. Hier irgendwo. Kann das sein? Du kannst sie nicht landen, aber das Ding kann doch runter, oder nicht? Wie denn? Ich möchte jetzt gerne mal tauchen und weiß gerade nicht wie. Also mit dieser Taste komme ich irgendwie... Muss ich dafür woanders hinlaufen? Dass ich dann hier hingehe? Nee. Wie kann man denn mit dem Ding tauchen? Das Ding kann doch tauchen, oder? Sonst lade ich echt wieder neu. Kannst hier nicht landen. Nee, ich will auch unter Wasser sein. Das muss man doch über Wasser machen können. Tauch, du Ding. Nee, ich krieg das irgendwie nicht hin. Nee. Ja, ich bin gerade zu doof. Ich schau mir das nochmal an mit der Steuerung hier, wie das geht. Auf jeden Fall müsste hier unten irgendwo eigentlich... Eigentlich müsste hier... Oder habe ich das irgendwie noch nicht verstanden? Ist ja doof. Riecht nach Chocobo. Ach, hier kann man dann auch noch mal Sachen kaufen, oder wie? Kannst du hier noch was machen? Hab ich irgendwas übersehen vielleicht? Also ich schaue mir das auf jeden Fall noch mal an. Kannst du nicht landen. Ich will das verstehen. Wir sehen uns im nächsten Part und dann gehen wir in die Höhle. Und so, tschüss!